Yo Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Minecraft The Edda 2. Ja, in der ersten Folge hatten wir uns ja unser Portal gebaut, damit wir, damit wir auch hier nach oben kommen, so gesagt. Und es leckt mal wieder. Warum ist es hier immer? Am Anfang leckt es bei mir irgendwie immer. Seltsam. Maximale Buildrate. Ist alles in Ordnung. Na, vielleicht mache ich einfach mal das Dings hier weg. Braucht ja keiner. Und ja. So. In der letzten Folge hatten wir uns ja auch, also in der ersten Folge, ist ja noch alles Neuland für uns hier, das hatten wir uns eben das Portal gebaut und hier ein kleines Häuschen, wo hier fliegende Kühe sind. Ich glaube, eine töten wir, dass wir wenigstens was zu essen haben. Ja, und das Häuschen wollte ich heute etwas ausbauen. Ich wollte nämlich eins aus Haus bauen, ist klar. Als Holz bauen, meine ich. Aus Holz ist das Beste für den Anfang, ein Holzhäuschen. Ich meine, das wird doch jetzt kein Riesen-Let's Play hier, das ist ja nur ein kleines Projekt hier, The Edda 2. Das macht gerade Krach, das Portal. Ich glaube, wir bauen nicht in der Nähe vom Portal. Wieder so ein blödes Vieh oder was? Die XP-Nerven. So ein XP-Bug schon wieder. Ich weiß, was wir machen. Und ich hoffe, euch gefällt auch die Edda-Musik. Habt ihr schon vielen gehört, dass die sehr entspannend sein soll, die Musik. Also sie soll sehr, sehr, sehr entspannt sein. Ich kann es ja heute Abend mal ausprobieren. Weil ihr kennt bestimmt das Problem. Es waren Ferien. Sonntag auf Montag geht die Schule wieder an. Also montags. Und ihr könnt einfach nicht einschlafen nachts, weil ihr immer so lange aufwart in den Ferien. Und ja, einer hat mir geschrieben, ich soll es mal mit der Edda-Musik probieren, mit der Playlist auf YouTube. Das geht. Hört sich verrückt an, aber logisch könnte es vielleicht auch sein. Oh Gott, uns fehlt ein Holz. Ich glaube, wir bauen jedes Holz ab. Ist irgendwie so dünn. Sieht irgendwie so komisch aus. Und ein Pyk. Was ist denn ein Pyk? So. Oh, wir haben gerade 121 FPS. Hier voll cool. Hier voll cool. Voll schnell. Also die blauen Bäume sind das schönste Holz, muss ich wirklich sagen. Die dünnen hier, die sehen irgendwie so aus wie von den diese Steindinger da, wo man solche Mauern draus machen kann. So sieht es aus, nur aus Holz eben. Eine Axt. Gut zu gebrauchen. Und ja, dann gehen wir jetzt mal auf Bäume sammeln. Bäume fällen. Oh Gott. Und ja, jetzt kommen nachher noch zwei Folgen Terraria. Und dann war es auch für heute. Und ihr wisst ja, von Montag bis Freitag kommt immer nur ein Video. Wenn jetzt gar kein Video kommt, dann liegt es daran, dass ich für irgendeine Klausur lerne, weil auf der Berufsschule ist es etwas anders da wie auf der Hauptschule. Da sind vielleicht ein paar mehr Klausuren, so viel ich von anderen gehört habe, die da schon waren auf der Berufsschule. Und ja, dann geht's morgen einfach mal in die Berufsschule. Es macht bestimmt Spaß, mal eine neue Schule zu besuchen. Ich lasse mich einfach überraschen. Ich meine, es sind ja viele alte Bekannte, die da reinkommen, von der alten Klasse dann noch. Und das ist immer gut. Dann weiß man auch, zu wem man gehen kann die ersten paar Tage. Ja. Wir bearbeiten gerade mal das Holz. So, anderthalben Stack. Das dürfte reichen. Für ein kleines Häuschen hier eine kleine Wasserressourcenbasis, die wir sehen können. Und wir sind schon wieder bei 5 Minuten gleich. Das geht immer so schnell rum. Ich habe doch erst angefangen. Was soll das? Immer so schnell Zeit hier rumgehen. So. Ja. Ist auch gerade irgendwie voll warm hier drin bei mir. Ich habe immer das Fenster zu.
dass mich hier keiner hört, wenn ich mit dem PC schwätze hier. Also, man redet ja mit dem PC beim Let's Play, das ist ja logisch. Und dann denken die, was macht der da? Der redet mit einem PC? Ist ja irgendwie krank. Tja, so ist es eben. Die neumodische Unterhaltung. Mit einem PC reden und das aufnehmen. So ungewohnt. Schwebender Sand. Und ja, ich habe auch die Meldung gekriegt, dass ein Update verfügbar ist. Aber das habe ich jetzt nicht gemacht. Weil unsere Verbindung gerade irgendwie schlecht war. In der nächsten Folge. Also morgen, vielleicht kommt morgen auch mal wieder Anturn. Ich weiß es nicht so genau. Und jetzt alles durcheinander. Und ihr wisst ja, Playlists besuchen. Dann wisst ihr, wo es lang geht. Gleich unter den Uploads. Und ich hoffe, euch hat auch das erste Edda 2 gefallen. Und... oh mein Gott. Ambrosium. Ambrosium. Das kenne ich noch von, stopp. German LP. Hier, Gruß an dich. Ich guck auch dich. Ich guck dich gerne, wirklich. Aber ich hab nicht, dass du dieses Video siehst. Aber trotzdem machst du auch gute Videos. Guck ich immer so gern. Der hat auch The Edda gespielt. Oder nee, es war glaube ich Zombie wieder. GLP oder Zombie. Ich weiß nicht mehr, wer es gespielt hat. Ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben, wer es von den zwei gespielt hat. Ich habe jetzt keine Lust hier stundenlang YouTube rumzusuchen. Um für jemanden zu gucken, wer hier was gespielt hat. Das ist nicht mein Job. Nein. Obwohl, YouTube ist gar nicht mein Job, das ist mein Hobby. Oh mein Gott, ein Holz. Wie immer, wir kennen es. Typisch Minecraft. Oh mein Gott. Hey, wir bauen uns mal demnächst diese Dinger hier ab. Das sieht irgendwie komisch hier, die Dinger aus. Das ist nicht, das bin ich nicht gewohnt hier, das ist das Neue alles. Wo ich das damals gespielt habe, da hat es, glaube ich, noch gar keine fliegenden Schweine gegeben. Nee, die Kühe hat es noch nicht gegeben, aber die Schweine hat es schon gegeben. Oder diese Schafe hat es auch noch nicht gegeben damals. Kann das? Was kann das? Kannst du irgendwas? Nee. Die sehen aber so niedlich aus. Mein Gott, ist das episch. Und ich sehe irgendwie keinen Dungeon. Es sollen ja hier auch Es sollen ja hier auch Dungeons geben. Aber davon sehe ich jetzt nichts. Naja. Dungeons werden wir in den nächsten 10 Folgen sicherlich noch finden. So, gut. Gut, gut. Haben wir das schon mal gesammelt? Und die heilige Stein... heilige Steinaxt. Oh mein Gott. Was er alles hier für Namen gibt, ey. Haben wir da unten irgendeinen Dungeon? Nee, gar nichts. Nur Nebel in den Weiten. Wir können durch die Wolken durch, wie cool. Bauen uns mal eine Wolke ab. Wir können Wolken abbauen, wie crazy ist das denn? Und da kann man auch durch die Textur durchgucken. Also haben wir mal ein paar kalte Wolken mitgenommen. Die sind echt kalt. Und bei mir wird es hier drin auch gleich kalt, wenn ich das Fenster nachher wieder aufmache, weil draußen sind es gefühlte 10 Grad. Hier drin ist es nur so warm, weil die ganze Zeit schon der Rechner läuft. Dann läuft noch der Laptop, dann mal die Playstation, die ich die ganze Zeit schon am Reparieren bin. Es spinnt irgendwas, anscheinend ist der Prozessor oder die Grafikkarte kaputt, was das ist. Hab keine Lust, irgendwas neu zu kaufen, lieber reparieren. Okay. Dann wir gehen uns mal die Spitzhacke gerade, ach die Spitzhacke, die Werkbank holen. Und da hinten ist immer noch unser Todesort. Hm. Lady Steph, 66 Meter. Entspricht 66 Blöcken. Und ich mache es auch gerade so rum, dass man hier gleich reinkommt, wenn man gestorben... wenn man gestorben ist, ja ist klar, wenn wir gestorben sind, meine ich. Ich hab's heute wieder. So, gleich hier nebendran sieht man dann die Werkbank, da machen wir uns mal schnell ein Türchen hier. Eine Himmelstür. Die Tür zum Himmel. Eine ganz normale Tür und das Ding hier nervt irgendwie. Kann man das... irgendwie kommt man das doch ausstellen. Ich weiß gar nicht mehr wie. Nee, das ist Edda...
M. Koordinaten. Recht. Wir lassen es so. Originale Höhlenmodus. Das ist ein Höhlenmodus. Details. Nein. Wegpunkte. Nein. Okay. Irgendwie. Ich versuche es mal für die nächste Folge irgendwie auszustellen. Y. Ach, hier ist das Adder-Zubehör. Das ist nur unser Backpack. Ja, wir haben ein Backpack auf. Nö, stimmt gar nicht. Hm. Naja, wir machen es erstmal einen Ofen. Hoffentlich gibt's den. Ja, ein heiliger Steinofen. Yeah. Okay. Dafür brauchen wir bestimmt etwas. Prosium-Scherbe haben wir hier. Ja, ich möchte gerne etwas Glas machen. Gibt's das hier? Oh, hey, wir können Glas machen. Wie cool. Aus dem komischen Sand. Wie macht man sich eigentlich Fackeln? Ich glaube mit Ambrosium. Hey, ich weiß es noch. Wie cool, aus dem Let's Play weiß ich es noch. Oh mein Gott, ist schon ein paar Jahre her, wo ich das gesehen habe. Und Blitzbodenglas. Naja. Ist ja so Edder. Da ist es erlaubt. Und das noch so Glas, so Ding, so Sandreste am Rand außen. Oh mein Gott, wie cool. Ja. Tiddle Sky Door. Wie cool. Und ja, hier beenden wir dann auch wieder diese epische Aufnahme. Ich meine, es ist einfach nur so episch, dass hier alles. Diese epische Aufnahme ist The Edda 2. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen und ich habe euch gut unterhalten mit Minecraft. The Edda 2. Bis zur nächsten Folge. Ciao, euer Sashi LP und haut rein.